Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Auf ein Bier mit, Sie sind völlig richtig. Herzlich willkommen an Sie. Dankeschön. Herzlich willkommen auch an Sie, Fiddler's Green hier in Pfaffenhofen. Ich freue mich sehr, Hans Hunold ist heute bei mir. Einer der Bergführer und vor allem Geschäftsführer von Alpine Welten. Herzlich willkommen. Servus, grüß dich. Ja. Servus. Wir haben uns unter uns Profi-Bergführern auf das Du geeinigt. Mhm. Und ich muss es einmal zeigen, ich habe extra hier die Kletterbergführer Mickey Maus angezogen. Und hab gedacht, ich passe mich damit an, weil du hast extra deine Wanderstiefel an. Ja, genau. Ja. Vielleicht zeigen wir die einmal, Bein ein bisschen so. Bergprofi mit solchen Schuhen. Du hast wahnsinnig viel schon gemacht. 8000er bestiegen, du warst am Südpol, du warst quasi überall schon. Wo war es am schönsten? Das kann man nicht sagen. Ja? Warum nicht? Ja, überall ist es ein bisschen schön. Ja? Und überall ist es anders schön. Was ist dir am meisten im Kopf geblieben? Gut, wenn man in die bergsteigerische Geschichte reinschaut, dann gibt es unterschiedliche Facetten. Wenn man an die schlimmen Dinge denkt, da hat man einen Unfall in Grönland, hatte ich da. Wenn ich an die schönsten Sachen denke, muss ich ehrlich sagen, das war einer der leichtesten 4000er in der Schweiz. Da war ich mit meinen beiden Töchtern und meiner Frau im Alter von 8 und 12 Jahren. Das war eigentlich ganz nett, ne? Wenn man die Mädels da hochlaufen sieht und sieht so sie danach am Gipfel. Was ja, man genau. Halt so macht mit 8 und 12. Ja. Welche Bilder sind es, die dir da in den Kopf kommen? Bei der Tour selber? Ja. Das ist die Aussage von meiner Kleinsten, die da gesagt hat zu Mama, du weißt, ich schaue gar nicht nach vorne, dann sehe ich nämlich nicht, wie weit es noch ist. Ja, also, und ganz clevere Aussage. Ja. Absolut. Oben war es dann so, sind sie dann fotografiert worden von anderen Bergsteigern. Und da war natürlich die Brust ganz stolz geschwellt, ja, für dieses Gipfelfoto. Ja. Aber so richtig Lust haben sie jetzt auch nicht wieder, dass man ständig ja, das Ganze macht. Das ja. Heißt, die hast du nicht ständig mit, die sind mittlerweile auch älter. Die sind älter, ja. Aber du hast sie nicht ständig mit in den Bergen dabei. Nee, natürlich nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht die Sorte Vater, der seine Töchter zwingt, das zu machen, was der Vater selber macht. Die müssen selber ihren Weg gehen. Und wenn sie irgendwann einmal die Berge für sich entdecken, dann ist das sehr schön. Dann freut sich auch der Vater. Und wenn sie was anderes für sich finden, dann ist es auch gut. Du bietest mittlerweile unfassbar viele Bergtouren an für ganz viele Menschen, die bei euch buchen, mit euch in die Berge gehen. Werden wir alles beleuchten? Zumindest versuchen wir das in der halben Stunde. Ist das so einer der Tipps, die du dann gibst, wenn Menschen das erste Mal in die Berge gehen, nicht nach vorne schauen, dann sieht man nicht, wie weit es ist? Oder was sagst du den Leuten? Gut, mit den Leuten, die das erste Mal in die Berge gehen zum Wandern, da habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun, denn ich kenne nur zwei Blumenarten, von daher ist Wandern nicht unbedingt mein Ding. Ich gehe da mehr dahin, wo man Steigeisen braucht, wo es dann in die schwierigere Ausbildung reingeht oder wo es auf die Hochtouren geht oder auf die Expeditionen. Und die Leute wissen dann schon ein bisschen mehr. Wissen ja, die auch mehr über Blumen als du? Manchmal schon. Ja. Eigentlich war dein Plan, den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern zu übernehmen? Das war der Plan von meinen Eltern, okay. War das ursprünglich. Ich bilde die Frage nochmal von vorne. Eigentlich war der Plan deiner Eltern, dass du ihren Betrieb übernimmst. Wie kam es dann dazu, dass du heute Bergführer bist? Das war ein längerer Prozess, war das Ganze. Wir haben eine kleine Landwirtschaft haben wir bei uns gehabt, also 27 Hektar alte Geräte, also zu wenig zum Leben, ja, und zu viel zum Sterben, sagt der Schwabe. Und da war das so, wenn du mit 12, 13 auf dem Acker bist und wir sind mit 5 Leuten unterwegs beim Strohpressen und links auf dem Acker fährt einfach der andere Bauer mit der Rundballenpresse hoch, runter, dann stellt ein 12, 13-Jähriger schnell fest, dass das jetzt nicht so ideal ist, was wir hier machen. Ja? Und war der Situation geschuldet, ich sollte dann Landwirt werden und habe es dann mit Glück geschafft, meinen Vater davon zu überzeugen, dass er mich eine Kfz-Mechanikerlehre machen lässt. Mhm. Die Kfz-Mechanikerlehre war dann in Ulm. Heute kann man sagen, Autohaus Holbein, Ulms ältestes Autohaus mit Ulms ältestem Werkzeug. Das war, also, das müsst ihr vielleicht rausschneiden, weiß ich nicht. Ja? Ja. Dann ist es so, wie es ist. Ja. Es ist jetzt so. Und, aber Grüße dorthin.
Und die Lehre war fertig und dann wollte ich eigentlich zur Käsebauer, zur Pistenbulli. Dann ist meine Mutter gekommen und hat gesagt, okay, wir müssen Automobilbau Strom in Leichingen, die suchen einen Kfz-Mechaniker. Dann habe ich da angerufen. In der Annonce stand drin, Fertigung exklusiver Sportwagen. Da habe ich gedacht, ja, die mutzen einen Porsche oder sowas, mutzen die auf. Gell? Dann wieder hin und im Endergebnis war es dann so, dass die Firma Automobilbau Strom einen originalgetreuen Nachbau vom Lamborghini Countach gemacht hat. Mhm. Ich habe dann da mehr als ein Jahr gearbeitet und dann hat halt die Firma zugemacht. Und wenn dann bist du 19 Jahre, 20 Jahre, du musst zum Eignungstest Bundeswehr. Aber eigentlich wollte ich Zivi machen, ich hatte damals auch schon so lange her. Ja. Und dann überlegt man ja, was mache ich jetzt? Was macht man jetzt im Endeffekt? Dann muss der Eignungstest gehen und da war es so, da hat man dann überdurchschnittlich abgeschnitten und dann denke ich mir, ja gut, dann muss ich mal gucken, was man da machen kann. Dann habe ich da gesagt, ja gut, ich möchte, wenn ich da hingehe, möchte ich was mit Hubschrauber oder mit Flugzeug machen. Dann hat man zu mir gesagt, ja, mach jetzt ein Luftfahrzeug mit einem Metaller in Laupheim. Dann bin ich dann nach Laupheim runtergefahren als junger Bursch, ja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich da herkomme, dann möchte ich einen LKW-Führerschein, einen Schweißerbrief. Das bekomme jetzt ich alles. Ja. Ja, dann kam das so. Ich habe mich dann letztendlich für 4 Jahre verpflichtet. Wir sind dann gleich nach Griechenland zum Waldbrandlöscher geflogen. Mit dem Hubschrauber? Das war mit dem Hubschrauber. Wir sind ja jahrelang da unten gewesen. Dann kommst du als junger Bauernjunge auf einmal ein bisschen in die Welt. Ja. Ja. Und ich hatte ein Erlebnis, das war so um 14 Jahre rum. Da war ich bei einem Klassenkameraden und dem sein Vater, der war viel in Afrika. Und in Afrika hat er so, aus Afrika hat er so Sachen mitgebracht, also so kleine Wandtrophäen, also jetzt keine ausgestopften Tiere, aber Bilder und so Zeugs. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte da mal einen Beruf, wo in der ganzen Welt rumkommen. Ja? Auf einmal bist du jetzt mit der Bundeswehr in Griechenland, ja? Dann bist du wenig später mit der UNO im Irak als UN-Inspekteur und suchst Saddam Husseins Atomwaffen mit Diplomatenausweis. Klar, dann kommt man rum und auf einmal merkt man, das ist ganz interessant, ich mache da länger. Ja, und dann habe ich einen fliegerischen Dienst gewechselt auf Bo 105. Mhm. Das ist dieser kleine Hubschrauber, den die Bundeswehr hatte. Dort war es so, da bin ich dann in den fliegerischen Dienst und dort lernt man auch mal Hubschraubermechanikermeisterausbildung, eine Düsentriebwerkmechanikermeisterausbildung und auf einmal noch eine kleinere fliegerische Ausbildung und auf einmal fliegt man in ganz Europa rum, immer wieder. Das heißt, du kannst die Dinger auch fliegen? Wir haben damals noch eine eingeschränkte Ausbildung bekommen, wie man startet und wie man landet. Das war in Dornstadt auf dem Standardübungsplatz. Das reicht ja. Also ja. Starten, landen. Ja, und das, ich sag, man hat damals gesagt, ein Dummer braucht 9 Stunden, ein Guter braucht 5 Stunden. Also ich habe 7 gebraucht, also bin ich glorreiches Mittelfeld. Ja, ja, ja. Ich bin immer noch gespannt, wie es dann aber zum Bergführer wurde. Das Bergsteigen kam parallel dazu, ist immer mehr geworden. Ich hatte mit 14 habe ich zur Konfirmation ein Buch bekommen, das hieß Die letzten Abenteuer dieser Erde. Und da war Segeln drin, da war Ballonfahren drin, da war Gleitschirmfliegen drin, alles Mögliche. Und das war der Reinhold Messner drin mit seinen 8000ern. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, also Segelflieger geht hier nicht, ja, Gleitschirmflieger, Taucher, das funktioniert alles nicht, aber Klettern, das geht ja im Lautertal. Ja, mhm. Ja. Und dann hat man das so. Segelfliegen in Leichingen, in Blaubeuren, geht schon. Das wäre schon gegangen, aber das war für mich da nicht so da. Aber der Felsen, der war gleich ums Eck. Ja, gell? Und außerdem war das auch vom finanziellen Ansatz war das so, da braucht man nicht so viel. Und dann hat man das Klettern angefangen, sehr früh. Man hat es dann auch mal wieder sein lassen, dann ist es wieder weg gewesen. Dann ist es wieder gekommen, das Klettern. Ist immer mehr geworden, aus dem Klettern ist Bergsteigen geworden. Aus dem Bergsteiger ist dann immer schwieriger geworden. Und wenn man dann alle 2 Wochen im Gebirge unterwegs ist, dann stellt man schnell fest, wenn ich mal Frau und Kinder habe, dann kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Also muss ich es zum Beruf machen. Und dann weiß ich noch, habe ich in der Schweiz mal zu einem Bergführer gesagt, was muss ich denn machen, damit ich Bergführer werden kann? Da sagt er zu mir, genau solche Touren musst du machen. Ja, dann denke ich mir, gut, dann mache ich da jetzt weiter. Und dann hatte ich das Glück, dass ich wechseln konnte zu den Gebirgsjägern. Mhm. Nach Reichenhall runter, habe parallel auch den staatlich geprüften Bergführer angefangen, die Eignungstest. Konnte auf den Heeresbergführerlehrgang gehen, der ist in Mittenwald, der geht dann 10 Monate, ist einer der schwersten Lehrgänge in der Bundeswehr. Dort war es so, durch das, dass ich sehr viel schon in Chamonix war und in der Schweiz und überall, wenn du dann die Prüfungstour hast in Chamonix,
Und der sagt dir, ja gut, jetzt morgen hast du die Contamine Grisol, ja, im Triangle du Tacul, ja, dann ist das eine einfache Geschichte, wenn du die Tour vorher halt alle schon gemacht hast. Ja. Und so hat es doch halt einen Einser nach dem anderen gehagelt. Ja. Ja. Ja, und irgendwann stellt der Schwabe auch fest, wenn ich jetzt noch ein bisschen in der Theorie lerne, dann könnte ich Lehrgangsbester werden. Ja. Also hat es dann irgendwann auch noch geklappt. Ja. Und wenn man dann Lehrgangsbester ist im Heeresbergführerlehrgang, dann ist es eigentlich so, dass man automatisch einer der nächsten Ausbilder wird. Ja? Mhm. Ich habe dann auf die staatliche Prüfung voll fertig gemacht. Das macht man an der TU München. Das ist also quasi der Seitenquerweg, den man zum Bergführer machen kann. Ansonsten ist man fertig ausgebildeter Bergführer, bewirbt sich für die Eignungstests und macht die ganzen Lehrgänge dann an der TU München bis hin zur Prüfung selber. Ich musste dann nur noch die Prüfungen ablegen. Das hat mich einiges an Geld gespart. Dann wollte ich eine kleine Kletterschule aufmachen im Blautal. Bin auf die Bank gefahren und habe auf der Bank gesagt, ich möchte gerne eine Alpinschule aufmachen auf der Schwäbischen Alb. Dann hat die Dame zu mir gesagt, dann braucht sie einen Businessplan. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, was ist denn ein Businessplan? Dann sagt sie zu mir, da muss ich aufschreiben, wie ich mir das vorstelle. Dann sage ich, ja, ich schreibe das aber jetzt ganz hier Linie auf. Ja, dann können Sie mir auch kein Darlehen geben. Dann sage ich, ja, was können wir sonst noch machen? Dann sage ich, sie kann mir einen Girokredit mit 1.500 Euro einrichten. Dann sage ich, das machen wir, mit dem fangen wir an. Ja, ja. Und so haben wir angefangen. Ist nicht dein Ernst? Doch. So. Also meine Tochter hatte vor kurzem, musste die einen Businessplan in der Schule machen. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich schreibe so wild, braucht kein Mensch. Ja, ja. Wobei die Zeiten heute vielleicht anders sind, oder? Glaube ich nicht. Ja? Nee? Nee. Okay, und mit den 1.500 Euro ging es dann los. Genau. Gedanke war prinzipiell, wie Reinhold Messner irgendwie auf die Berge zu steigen. Optisch erkenne ich Parallelen. aber Reinhold Messner hat sich mehr um die 8.000er, das war nicht so richtig dein Ding, oder? Nee, das Ding war schon, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Und, aber der Plan in Blaubeuren, man macht ja erst mal kleine, ja, Schritte. Und der Plan war der, eine kleine Kletterschule aufzumachen. Mhm. Kletterfelsen haben wir genug und so ging das los. Und dann haben wir eine Webseite hat man dann gebaut. Ja? Und dann hat man ein paar Freunde gehabt, die haben gesagt, komm, ich mach da dann auch mit. Nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, das ist ja total blöd, wenn das nachher funktioniert. Dann hocke ich im Büro und alle anderen sind weg. Dann suche ich mir lieber noch mal jemanden, der da mitmacht. Ja? Dann habe ich einen Hansi gefunden. Der Hansi ist ehemaliger Biathlet, war mit mir auf dem Heeresbergführerlehrgang. Und der Hansi kommt aus Berchtesgaden, ist dann mit eingestiegen. Am Anfang haben wir da so ein bisschen hingeplätschert. Und dann hat es aber irgendwann einmal angefangen, Fahrt aufzunehmen. So im Jahr 2012. Man sieht ja eigentlich 7 Jahre, braucht so eine Firma, bis sie steht. Ja, die ging schneller. Und dann haben wir 2012 hat es dann Fahrt aufgenommen. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, was mache ich jetzt weiter? Mache ich jetzt Bundeswehr weiter? Ich war Berufssoldat. Also hätte ich nur noch goldene Löffel klauen müssen. Oder verlasse ich die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat dann reduziert und hat mir das Angebot gemacht, zu gehen quasi. Das habe ich dankend angenommen und bin raus. Wir haben es voll weiter aufgezogen und heute ist es sicherlich eine der größten Bergschulen in Deutschland. 130 Bergführerinnen und Bergführer. Wir haben 130 Bergführer und Bergwanderführer, die für uns unterwegs sind und haben im Jahr so um die 6.000 Gäste, die wir begleiten auf Wanderungen, auf Kursen, wo man das Wandern mal richtig lernt, bis hin zum Matterhorn auf Expeditionen. Warst du mal wieder, also jetzt irgendwie mit 130 Mitarbeitern oder 140 insgesamt, weil Verwaltung ist ja auch noch mit dabei, warst du mal wieder bei der Kollegin bei der Bank und hast gesagt, so schaut's aus ohne Businessplan? Nicht die nette Bekannte, aber wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Man muss ein bisschen schmunzeln. Ja? Schon, oder? Ja, ja. Ja. Man muss so ein bisschen schmunzeln muss man schon. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, ihr habt 6.000 Gäste pro Jahr, die mit euch in die Berge gehen, alle möglichen Touren. Welche ist die am meisten gebuchte? Bei uns ist der meisten gebuchte ist in der Tat ein Hochtourenkurs, wo die Leute in 4 Tagen lernen, wie bewege ich mich auf einem Gletscher, damit ich selber eigenständig Hochtouren machen kann. Mhm. Ja, und das Ziel von uns ist das, dass wir die Leute auch dahin bekommen. Das ist also schon eine Pressbetankung, die wir dort auch machen mit denen, weil wir haben an uns einen Anspruch. Und
anscheinend hat sich das ein bisschen rumgesprochen, ja? Denn wir haben eigentlich nie groß Werbung gemacht für unsere Schule. Wir haben nie einen Katalog gedruckt, ja? Und wir leben eigentlich ganz klar von der Weiterempfehlung. Und das funktioniert also offensichtlich. Das funktioniert bei jedem mittelständischen Unternehmen. Wenn du als Zimmermann eine Firma aufmachst und du machst gute Arbeit, dann rennen dir, das spricht sich das rum und die Leute rennen dir die Bude ein. Beeindruckend. Okay, das heißt, die meistgebuchte Tour ist der Kurs, um zu lernen, wie man hochalpin unterwegs sein kann. Und was ist, wenn du so einen Einsteiger gegenüber hast? Was empfiehlst du dem für eine Tour? Es kommt darauf an, was er machen will. Also da, es gibt Leute, die wollen zum Klettern an, mit Klettern anfangen. Die fangen bei uns im Blautal an mit einem Kletterkurs. Oder sie gehen auf Berchtesgaden zum Hansi runter, lernen auf der Blaue Hütte, das in einer Woche. Wir haben ja verschiedene Programme. Und das Ziel ist das, dass wir die Leute auf ihrem Punkt, wo sie gerade stehen, abholen, ja, und sie auf dem Weg, der sie voranbringt, weiterführen, so dass sie zufrieden sind und dass sie für den Einsatz, den sie selber gebracht haben, auf jeden Fall eine gute Leistung selber bekommen haben. Wie kannst du einschätzen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte auf Mount Everest? Wie kannst du einschätzen, ob ich das hinbekomme oder nicht? Das ist ein bisschen ungeschickter Vergleich. In Everest führen wir nicht und wir haben auch nicht das Interesse, den zu führen. Du weißt doch, was aber, ich meine. Wenn du jetzt sagen würdest, ich will jetzt auf den Mont Blanc. Ja, das war tatsächlich mein Plan für dieses Jahr Juni. Wurde abgesagt wegen Corona. So. Ja. Aber ich wollte im Juni auf den Mont Blanc. Ja. Was hast du denn vorher schon gemacht? E5 über die Alpen, so ein paar 3000er, 3500, sowas. Also warst du schon auf Steigeisen unterwegs? Nein. Nicht? Nein. Okay, dann wäre das so, wenn wir dich jetzt am Telefon selber hätten, würde ich dir sagen, hey, du hörst dich noch relativ jung an, ja, ich würde dir empfehlen, mach als erstes einmal einen Kurs, ja, weil das hat den Vorteil, du kannst danach auch alleine, ja, mit einem Spätzle auf Tour gehen, du kannst die leichten 3000er selber machen, dann kommst du vielleicht nochmal für einen 4000er vorbei und dann, ja, gehen wir auf den Mont Blanc. Wenn man das jetzt gleich machen, sind die Chancen relativ groß, ja, dass es nicht funktioniert. Dann hast du einen Haufen Geld zum Fenster rausgeschmissen. Du bist unglücklich, wir sind auch unglücklich. Ja, ja. Also ist das doch eigentlich der bessere Weg. Das heißt tatsächlich, du beschäftigst dich mit jedem möglichen Teilnehmer und guckst mal, was kann der, was bringt der mit, um dann zu empfehlen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nicht jeder ruft an, ja, bei uns. Ja. Also das ist so, dass wir in den Ausschreibungen selber drin Anforderungen gestellt haben. Wir haben die immer ein bisschen knackiger gemacht, damit noch ein bisschen Luft drin ist selber. Weil wir wollen ja auch den richtigen Mann, die richtige Frau am richtigen Ort selber. Ist auch ein Qualitätsmerkmal einer Tour. Und wenn jetzt der Kunde direkt dort bucht, kann er das lesen, er kann es für sich selber bewerten, erfülle ich diese Voraussetzungen, dann bucht er ja, die Tour, dann schlägt er auch vor Ort auf mit seinem Können, was er hat oder nicht hat. Und die dann ein bisschen kritischer selber sind, die rufen an und dann berät man die genauso, wie ich das gerade gemacht habe. Dort ist es so, es fällt auf, die Männer rufen weniger an, ja, die schätzen sich auch ganz gerne mal ein bisschen tougher ein, als sie tatsächlich sind. Bei den Frauen ist es so, dass sie sich sehr, sehr oft deutlich unterschätzen. Also es vergeht keine Woche, wo nicht ein Telefonat ist, wo eine sagt, ey, kann ich mir das zutrauen, geht das? Und dann fragst du das Mädel, was machst du Sport in der Woche? Ja, ich gehe ins Fitnessstudio, gehe zum Joggen, ich gehe zum Radlfahren. Und sage, melde dich an, ist mit Sicherheit ein Mann dabei, der ist eine Pfeife. Ja? Ja. Ja. Also es ist so. Ja? Ja. Also die Mädels, weiß nicht, dass jetzt jedes Mal ein Mann dabei ist, der eine Pfeife ist. Ja? Ja, aber es ist so, bei den Mädels ist viel mehr drin, ja? in der Sache. Ja? Sehr unterhaltsam, sehr informativ. Wir werden da gleich anknüpfen, machen vorher eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück. Bleiben Sie bei uns. Da kann ich jetzt auch mal ein Bier trinken. Der Wohnmarktbericht von Tenschert Immobilien bietet schon im 7. Jahr in Folge einen Überblick über den Immobilienmarkt der Region Ulm und Neu-Ulm. Anhand von Grafiken und Karten können Sie sich ein Bild von der preislichen Struktur der Angebote der Region machen. Mit aktuellen Zahlen zeigen wir Orientierungskennzahlen als Basis für Werteinschätzungen und Preisentwicklungen für den lokalen Markt auf. Fordern Sie jetzt unter www.tenschert.de/Marktbericht Ihr kostenloses Exemplar an. Und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Passende Beratung, passender Schuh. Schuhhaus Treßpunkt. Freundliche und kompetente Beratung. Hochwertige Markenschuhe zum Wohlfühlen. Schuhhaus Treßpunkt. Ulm, Pfauengasse. Semmler Fenster und Schreinerei, der führende Name für Fenster- und Haustürqualität. Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich von unserer großen Produktvielfalt für Renovierung und Neubau überzeugen. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Themen wie Wärmedämmung, Einbruchschutz, Komfort und Design. Semmler Fenster und Schreinerei in Dietenheim-Iller. Beratung, Herstellung, Einbau und Service aus einer Hand. Ihr innovativer Partner seit 165 Jahren. Semmler-Fenster.de. Willkommen zurück auf ein Bier mit. Eben schon drüber gesprochen, über das Überschätzen, das wir jetzt also vornehmlich bei Männern ausmachen, weniger bei Frauen. Hast du dich selbst überschätzt, als du in Grönland damals 300 Meter abgestürzt bist? Oder wie kam es dazu? Es kam dazu, ob ich mich überschätzt habe, glaube ich nicht. Aber natürlich habe ich einen Fehler gemacht, sonst wäre ich keine 300 Meter runtergefallen. Wie ist es passiert? Wir waren im Aufstieg mit Freunden, die eigentlich alle Gäste, Schrägstrich Freunde, vom Bodensee am ersten Tag über eine harte Firnflanke. Da ist einer mit dabei gewesen, der hat ein Hüftproblem. Bei dem hakelt gelegentlich mal die Hüfte. Der war auf Position 7, sage ich mal. Wir waren schon ziemlich weit oben am Gipfel. Dann war es so, dass er ein bisschen rausgegangen ist aus der Spur, hat dann in so eine Flanke reingeschaut. Sehr schöner Abfahrtshang eigentlich, aber eine harte ein harter Firnhang. Gell? Und dann wollte er wechseln, wollte hochsteigen und dann hat die Hüfte gehakelt. Ja? Und dann hat es lange gedauert und auf einmal ist er weggerutscht und ist vorwärts, ja? Runter, diesen Hang. Also sehr weit runtergerutscht, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich bin oben gestanden, habe dann zu den anderen gesagt, okay, ich fahre zu ihm runter, schau, was mit ihm ist. Hab die Ski runter, hab die Felle runter, die Haarscheisen weg. Das sind so Eiskrampen, die man in der Ski drin hat. Hab die Ski dann wieder dran gemacht, hab die Skischuhe zugemacht, aber ich habe meine Skischuhe nicht von Gehen auf Fahren gestellt. Also Touren-Skischuhe kann man da umstellen. Hab den ersten Schwung in dem Hang selber gemacht und hatte den schweren Rucksack mit dabei. Da ist Gewehr drauf, wächst die Eisbären, es ist Seil mit dabei gewesen, als ganzes Material, schwerer Rucksack. Bin eingetaucht, mir ist dann die rechte Bindung aufgegangen und ich bin den Hang genauso runtergerutscht wie er, auch vorwärts. Dort ist es dann so, man dreht dann, ja, versucht zu drehen, damit man in eine Liegestützposition kommt. Das hat dann auch funktioniert, aber da war ich dann schon so schnell. Dann habe ich mir den rechten Fuß in Schnee reingehauen zum Bremsen eigentlich und dann hat es mir den Fuß im Endeffekt gleich aufgestellt, ja, hat mir den Oberschenkel abgedreht und dann bin ich dann ja, runtergeflogen. Ja, ja. Stimmt die Geschichte, war dann mehrfach gebrochen. Stimmt die Geschichte, dass du dich aber selbst retten bzw. dich um deine Rettung selbst kümmern musstest? Ja, das kann man so sagen. Also ich erzähle es einfach weiter. Ich bin ja zum Liegen gekommen in so einem Schneefeld. Der Fuß hat in die Richtung geschaut. Ja, und dann hat man erstmal den Fuß richtig hingelegt, weil das schaut nicht so toll aus. Ja, ja. Also wir reden vom schwäbischen Fuß, der so am Bauch beginnt, oder? Ja. Also das Bein. Ja. Bein. Das Bein ich war hier gebrochen. Mhm. Es war ein vierfacher Bruch. Der war kurz offen, also der Knochen ist kurz rausgekommen. Ich habe wieder zurückgerutscht. Ich habe den Fuß richtig hingelegt, dann habe ich nach rechts geschaut. Rechts war dann der Thomas, der ist vor mir runtergefallen. Und dann habe ich zu ihm geschrieben, ist bei dir alles in Ordnung? Dann sagt er, bei ihm ist alles in Ordnung. Ich habe dann gesagt, bei mir nicht. Ich habe mir den Oberschenkel gebrochen und jetzt müssen wir Gas geben. Ja? Weil das ist schon klar, das ist eine schwere Verletzung. Das ist eine lebensbedrohliche Verletzung. Und da ist wohl logisch, dass Grönland jetzt nicht der beste Platz ist, um sowas auszuprobieren. In der Zwischenzeit sind die anderen runtergekommen, weil das war ja eigentlich ein schöner Hang zum Abfahren. Mhm. Ja? Sind da gewesen. Wir haben es dann geschient mit Skistöcken. Weil der Hang war so steil, der Hubschrauber hätte dort zwar hinfliegen können, aber der hätte nicht landen können, weil das wäre nicht möglich gewesen. Und der Winde haben sie keine, also war klar, dass der Hubschrauber nicht funktioniert. Ich habe dann kurz versucht, mit dem Satellitentelefon Rettung zu organisieren, habe aber keinen Empfang bekommen. Ich meine, ich bin in Grönland, im Nordhang selber drin. Dann habe ich zwei Leute gleich in die Ortschaft reingeschickt, die sollen Rettung organisieren. Die sind auch gleich los. Das waren so 4 Kilometer in die Ortschaft selber rein. Und die haben Gas gegeben. Und dann haben wir es geschient. Dann war klar, ich muss runter von dem Hang. Dann bin ich auf dem linken
vom linken Po sind wir runtergerutscht, 100 Meter. Und nach 100 Meter, eine halbe Stunde, da geht dann so das Adrenalin weg. Dann kommen alle Schmerzen. Ja. Und dann war, bin ich auch kalt worden, dann einfach vom Untergrund selber her. Und dann war klar, jetzt, ich muss jetzt in eine Biwaksack-Verschnürung rein. Also eine Hebler-Wärmepackung nennt man das eigentlich. Da geht man in so einen Sack rein selber und packt zusammen, was man noch zusammenpacken kann an Wärme. Und dann sind wir nochmal 150 Meter gemacht und dann war klar, wenn jetzt nicht alles rund läuft, dann war es das, ne? Im Endeffekt. Und man überlegt sich dann schon, ja, soll ich jetzt noch Tilidin nehmen? Das ist so ein Schmerzmittel, ein starkes, auf Morphinbasis. Aber, das hat man alles dabei? Das, als Bergführer hast du schon dabei, weil du musst ja eigentlich, wenn ein Kunde sich verletzt, ne, musst du ihn ja versorgen können. Ne? Okay. Und da hat man schon ein bisschen mehr dabei wie normal. Gell? Und im Endeffekt war es so, es sind zwei. Die zwei sind in der Ortschaft angekommen, waren super schnell, sind dann zur ersten Hütte. An der ersten Hütte war ein Polizeiauto, der hat dann die Inuit informiert. Die sind dann mit dem Skidu gekommen, haben mich dann aufgepflückt und so war ich dann nach 2,5 Stunden in der Krankenstation mit 3 Liter Blutverlust und 32 Grad Körpertemperatur. Ja. Und deine Family hat danach zu dir gesagt, das war's jetzt, jetzt machen wir was anderes, vielleicht doch nee. Elterlicher Betrieb? Nee, ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. Es gab keine großen Diskussionen, wo ich daheim war. Ja, es ist ja gut ausgegangen. Ja. Ja, so kann man es auch sehen, ja. Hei, aber es ist nichts geblieben. Also ist alles tipptopp. Ja, ich bin dann zwei Tage später dann von Kulusuk, also von Tasiilaq, das ist die Ortschaft, mit dem Hubschrauber nach Kulusuk. Wer kennt sie nicht? Genau, ja, von Kulusuk nach Reykjavik, von Reykjavik nach Stuttgart, von dort ins BWK. Stuttgart kenne ich. Und der Professor Friemert und sein Team im BWK, die haben mich wieder sauber zusammengeflickt. Ne? Also gut restaurierter Youngtimer. Sehr gut. Wir sind quasi am Ende der Sendung. Mit der Geschichte können wir sie nicht aufhören. Insofern brauchen wir noch irgendwas Positives. Polarstern oder worüber wollen wir noch kurz reden? Reden wir über Polarstern. Polarstern. Ja. Du warst auf dem Polarstern. Also nicht da, sondern da. Wie kam es dazu? Wir betreuen seit mehr als 5 Jahren die deutsche Polarforschung, also alle Wissenschaftler, die auf die Neumayer-Station gehen, halt die Überwinterer oder zum Teil auch Sommerwissenschaftler. Die ganzen Piloten kommen zu uns in die Schule, werden bei uns in der Schule ausgebildet, wie sie eine Spaltenbeugungssituation in der Antarktis lösen, wie sie überleben, wenn sie mit dem Hubschrauber notgelandet sind oder eine Sicherheitslandung haben. Wir bilden die Schiffsbesatzung von der Polarstern aus auf Spitzbergen, wie sie sich verhalten, wenn sie mit dem Schiff das Schiff verlassen müssen aufgrund von Brand oder weil es sonst sinkt. Und auf der Basis war dann die Mosaik-Expedition geplant. Das ist die größte jemals durchgeführte Forschungsexpedition der Welt, wo wir unter deutscher Führung mit 21 Nationen ein Jahr lang am Nordpol forschen zum Klimawandel. Und dort war meine Aufgabe dann, meine und die von mehreren Bergführern von uns, das Team und die Wissenschaftler vor Ort auf dem Eis zu betreuen und zu sichern, wächst der Eisbär, wächst dem Eis selber und gegen die Gefahren, die da oben bestehen. Und ansonsten Hausmeister spielen auf dem Eis, das bewegt sich ständig, da bricht was zusammen, da muss man Kabel aus dem Eis rausziehen und. Ja. Und in Kurzform wahrscheinlich eine wahnsinnig beeindruckendes Erlebnis, oder? Ja, es war in der Polarnacht selber drin. Und in der Polarnacht, fast am Nordpol oben, diese Eindrücke, also die waren schon sehr bewegend. Also das ist schwer zu toppen, was man da oben gesehen hat. Und die Bilder, also sie sind vergleichbar mit der Mondlandung, wobei das nur schon um einen Tacken drunter ist. Aber ich habe Bilder, wo es ausschaut wie auf der Mondlandung. Das klingt echt beeindruckend. Beeindruckender Typ, werden Sie vielleicht zu Hause sagen. Mir geht es auf jeden Fall so. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es ging viel zu schnell vorbei. Vielleicht reden wir irgendwann nochmal weiter. Ich glaube, es war die Sendung, in der ich am wenigsten geredet habe überhaupt. Mhm. Aber das ist ja auch mal angenehm. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch. Dann mach ich so. Dankeschön. Ich brauche noch eine Unterschrift. Oh, ich sage vielen Dank an Sie, Dankeschön an Sie und ich stoße schon mal an. Schönen Abend, auf ein Bier mit. Zum Wohl. Vielen Dank. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen.
Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.